So, hallo. Ich sitze hier gerade im Stream, habe gerade meinen Stream Bescheid gesagt, dass ich jetzt auf YouTube Hallo sage. Hallo, es ist wieder soweit. Wir spielen das neue Spiel von Chillers Art. Die Rauskackmaschinen, wie wir jetzt gerade im Chat besprochen haben. Zwei Brüder, die ein Spiel nach dem anderen bringen. Das neue Spiel von denen wurde tatsächlich jetzt auch angekündigt, nachdem Karaoke released wurde. Ich habe gehört, es ist nicht so lang, aber es gibt sehr viele verschiedene Enden. Ich würde wahrscheinlich jetzt, ich guck mal, wie das so ist mit dem Spiel, ob man irgendwie auf einen gewissen Speicherpunkt, weil ich glaube, speichern kommt man noch nie, nochmal ein anderes Ende machen kann oder ob man immer wieder das ganze Spiel spielen muss. Denn ich würde erstmal ein Ende machen und in den nächsten Streams eventuell dann noch ein paar Runs machen. Aber ich weiß nichts. Ich weiß, dass es zum Beispiel gestern, wir haben heute den 18.02. gestern, der Erik auch gespielt hat, der Gronk. Der kommt bestimmt auch bei ihm auf dem Channel. Und ich habe da den Stream ausgemacht. Ich bin wirklich ungespoilert. Das Einzige, was er mir gesagt hat, ist, tu dir selber einen Gefallen und spiel auf leicht. Also kann man jetzt wohl eine Schwierigkeit einstellen. Ich spiele gerne auf leicht, weil ich finde, ich habe genug Eier. Ich muss die nicht noch im Spiel beweisen. Mic Drop und so. Ja, nee, ich möchte halt den Horror lieber. Ich muss mich nicht beweisen in irgendwelchen Spielmechaniken. Deswegen, ich gehe einfach mal auf neues Spiel und mach schon mal die Kamera aus. これは私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私はいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。その日は自主練が終わったら 2人でカラオケに行くことになっていました。Gut, ich bekomme gerade Flashbacks zu einem ganz anderen Game, wo wir am Ende, wo irgendwas mit Spinnen war, hier oben. Oh. Gut, das. Oh, okay, ich muss mal ganz kurz in die Einstellung. Ob ich das wohl rausschneide? Ich habe mal einen Marker gemacht. So, V-Sync an. Jede V-Bank. VS-Filter. Ich lasse das alles mal so an. Mir gefällt das ja so. Die Maus ist nur viel zu schnell. Das gefällt mir nicht. Ja, so damit können wir leben, ne? Ich glaube, damit können wir leben. Ja, es muss richtig gelig sein. Ich möchte eine glatte Zahl haben, okay? Dann ist wirklich gut. Eine glatte Zahl, vielleicht ist das ja auch für YouTube interessant. Da sehen wir mal die Option, wie die aussehen. So, so sehen die aus. Oh, fantastisch. Fängt ja schon gut an. Akiba-Sensei? Nein, wer ist das? Oh, das ist... Oh, ja, stimmt, die Freundin. Hi. Freeze-Roll-Lesson. Übrigens, coole Synchro. Sehr, sehr coole Synchro. Alles klar, wir machen ein paar Freiwürfe. Das war wohl ein Fail. Nochmal? Achso, jetzt bin ich. Okay. Nein, ich bin jetzt. Maus festhalten geht auch nicht. Sag mal! Ich verarschen. Oh, ich kann nicht springen. Du bist meine Trainerin. Ich spiele nur so, wie du mir das beigebracht hast. Oh! Okay, warte mal. Ich stelle mich auf die Markierung, die aus irgendeinem Grund da ist, auf die ich mich sonst bestimmt gar nicht stellen soll. Nein, 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 nein. Das ist der Schuss. Ich muss ins Schwarze, weil dann ist richtig.
Achso, warte mal, habe ich das jetzt geschafft? Habe ich das jetzt. Ah! Oh, Trainer-Sensei! Yeah! Hi! So, jetzt auch nochmal für YouTube, das muss ich auch nochmal sagen. Es gab eine Triggerwarnung im Spiel. Sexual Violence. Sexual. Also sexuelle Gewalt. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wir haben das heute im Stream auch. Meine Mutz sind super. Haben wir das gerade durchlaufen. Einfach nur, dass wenn ihr da getriggert werdet, ihr nicht zuschaut. Dass ihr da gewarnt seid. Und ich bin, also erstmal mit dem Forcing hilft nicht so richtig. Wieso kommt mir das hier gerade so elendig bekannt vor? Also gerade das mit dem Basketballfeld, das kann man, ich meine, ja, okay, das ist, sind wahrscheinlich japanische Schulen, wahrscheinlich sind die gleich aufgebaut, aber ich habe gerade richtige Flashbacks hier. Ne, nicht nach einem Chillers Art-Spiel. Oh. Och, okay, das ist cool. Okay, das sind wohl die Supporter diesmal. Ja, aber wo sind wir denn? Wo ist denn die Panglyphe hier? Machen wir noch. So, ist die Freundin jetzt da geblieben? Hanako, ja, Hanako könnte es doch sein. Okay, das ist doch ein Chillers Art-Spiel. Das ist die Map von Hanako. Warte mal. Erstmal, juhu! Das ist die Map von Hanako. Das ist das, ne? Das müsste sogar 1:1 sein. Ach, ja. Also, Feuchttücher benutzen. Deo benutzen. Okay, wenn man geschwitzt hat und Deo drauf macht, finde ich das eigentlich immer voll so, Ich muss immer, wenn ich geschwitzt habe und Deo drauf habe, muss ich wenigstens, wenn ich irgendwie unterwegs bin, mit Toilettenpapier und ein bisschen Wasser und dann nochmal mit trockenen, also wenigstens so. Ich kann das nicht einfach über das Schweiß machen. Schuhe anziehen. Und dann esse die Klamotten. Gegen das System. Tasche. Sag mal. Okay, das stört mich ein bisschen mit den Fausten. Okay, ich bin da nicht bescheuert. Ihr seht das doch auch, oder? Muss ich das so machen? Ja, das ist es auf jeden Fall nicht. Ein bisschen unangenehm, ey. Ein bisschen unangenehm. Ich meine, das stört nicht so hart. Wir haben das, glaube ich, auch immer bei den Spielen, ne? Meine Fresse, was ist denn hier los? Holy shit. Ist so ruhig hier. Ach, deswegen hatten wir die Feuchttücher benutzt für den Schweiß. Okay, dann komm, jetzt geht aber jetzt. Let's go. Okay, ich kann hier gar nicht raus. Scheiße. Ach ja, hier sind unsere Schuhe. Genau. Hier sind die Straßenschuhe. Da waren die Schuhe, die wir dann für den Sport benutzen. Und ich gehe jetzt hier raus. Oh. Pff, das ist ziemlich. Ist das nicht. Ist das zu laut? Geh zu deinem Fahrrad. Das Spiel scheint mir irgendwie so ein bisschen gepolished. Also so richtig gepolished zu sein diesmal. Und ich finde es schön, dass es zum Beispiel auch steht: Geh zu deinem Fahrrad, dass wir nicht so rumsuchen müssen. Lautstärke ist gut so. Okay, ja. Dann muss ich auch mal ganz kurz. Weil sonst geht das hier heute nicht lange. Das war nämlich echt laut auf dem Ohr, Alter. Das ist richtig laut. So, ich weiß, dass wir zu unserem Fahrrad gehen müssen. Ich weiß nicht, wo das Fahrrad steht, aber ich möchte mir grundsätzlich bei Chillers Art vor allem immer die ganze Umgebung angucken. Ich möchte, dass hier irgendwo random in so einem Busch einfach so eine Katze miaut und mich anspringt. Sag mal, so spät noch in der Schule? Oder dass man hier irgendwie zurückgeht und hier werden jetzt Fenster und da guckt einer einen an oder läuft irgendwie so davor. Eigentlich finde ich es ganz geil, wenn da jemand steht, so eine Frau und die oder eine Lehrerin oder so und die guckt einfach nur. So Zeug finde ich immer sehr nice. Hm? Eine Telefonzelle, kann ich da rein? Kann ich da nicht speichern? Wie in, Scheiße, ich habe heute wirklich, mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Wie hieß denn das Spiel nochmal?
Tokio, mit den Geistern, was wir auch gespielt haben, scheiße. Das war nämlich ganz geil, aber hat irgendwie nicht so wirklich einen Erfolg gehabt. Einfach angestarrt zu werden, ist nice. Oh, guck mal, hier sind ja noch mehr. Genau, Ghostwire Tokio, dankeschön. Mein Chat ist einfach geilo. Haben den besten Geschmack. Ah. Ich glaube, ich habe mir gerade was eingebildet, okay. Ich habe gerade übrigens dann doch wieder ein bisschen lauter gemacht. Das war mir dann doch ein bisschen zu leise. Oh, jetzt wird sogar angezeigt. Ja, ich weiß, die Fahrrad ist da. Okay, alles cool. Hier kann man nicht hin. Doch, warte mal. Okay, hier sollte wohl eine Treppe, aber dafür hat der Grafiker, dafür hat es dem Grafiker nicht mehr gereicht. Wahrscheinlich denken die, da läuft doch eh keiner rum. Haha, und dann kommt Pan. Ich muss mal sagen, die Geräuschkulisse ist sehr nice. Warum kann ich hier denn überall langlaufen? Das ist ein ziemlich großes Areal diesmal. Ich weiß nicht. Ist das Areal Black oder Areal Narrow? Ah. Möchte ich mich manchmal selber schlagen, ey. Ja, sorry. Und der war, vor allem war der auch richtig schlecht, ne? Der war jetzt auch noch richtig, richtig scheiße. Der war nicht mal scheiße lustig. Der war einfach wirklich schlecht. Oh, da möchte man sich einfach verstecken. So. Ja, auf das Fahrrad steigen. Scheiße, zu laut auf dem Ohr. Oh Gott, die Arme. Ja, hier muss... Ey, hier muss doch was passieren. Hier muss was... Also, so allgemein, ne? Wenn man um die Uhrzeit fährt... Ey, ich würde einfach in der Schule übernachten. Wirklich. Ich würde in der Schule übernachten. Ich würde nicht rausgehen. Das wär mir zu heftig. Scheiße, ich muss doch mal kurz... Fliegen hier die Ohren halb weg. Ist trotzdem noch laut auf dem Ohr. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir lassen wohl unsere Freundin allein zurück. Sie meinte, sie macht noch sauber. Und am liebsten würde ich jetzt sofort hier reingehen, weil ich kann es mir einfach denken. Ich kann mir denken, was da gerade passiert mit der Freundin, ey. Alter, warum hast du das gemacht? Bist du doof? Okay. Das kann ich auch machen. Woo! Hört ihr das? Hat er gerade was gehört? Heißt das, ich kann auch zur Polizei? Habt ihr das gerade gehört? So ein komischer Glück. Ihr hört das auch, oder? Wollte ich eigentlich gar... Oh, ich bin sogar richtig gefahren. Okay, Karaoke. Da ist der Chief wieder. Das Haus von jemandem. Von wem denn? Warum steht da das Haus von jemandem? Also warum steht das da? Nicht, warum steht das Haus da? Ah!
Hey, ich finde es so krass, dass ich überall hin kann. Wir hatten doch hier auch ein Spiel. War das Hanako? War das das mit dem Gleisen? Da sah es auch so ein bisschen wie in diesem Areal. Ich mache den jetzt nicht nochmal aus. Das Haus von jemandem. Oh, da hinten ist Licht. Wieder. Der war auch schon am Parkplatz von Schillers Coffee. Also ich weiß tatsächlich nicht wohin. Und ich fahre einfach so random jetzt rum. Das Haus von jemandem. Lautstärke, do you know it? Was macht Eva schon Bethesda hier? Das ist alles überhaupt gar nicht gruselig. Also, ich will hier nicht wohnen! Wo ist denn der Karaoke hier? Was ist das? Achso, übersteuere ich? Wenn ich übersteuere, sagt mir das bitte, ne? Oder wenn der Ton irgendwie abbricht oder so. Das Mikro anders einstellen. Ein bisschen was steuerst du? Oh, Kacke. Ton eventuell doch leiser. Vom Game jetzt oder von mir? Ich kann auch das Mikrofon noch ein bisschen weiter weg machen, aber ich glaube, das hilft nicht zu sehr. Ja, Leute, ich kotze hier gleich ein bisschen, ne? So, jetzt. Vorstellen, dass das hier wirklich der Weg zum Karaoke ist. Ich finde das ein bisschen weird. So, ich muss da ganz kurz gucken auf den Chat. Was ist mit dem Ton jetzt? Da steht da Ton, Fragezeichen. Ihr habt doch Ton, oder? Ton müsstet ihr haben. Okay. Und mit dem Mikrofon, ist das alles so okay so? Das ist sehr störend. Also tut es weh in den Ohren? Übersteuere ich so, dass es weh tut? Ich kann leider nicht so viel machen da jetzt, ne? Okay. Dann konzentriere ich mich jetzt mal wieder voll aufs Spiel. Perfekt. Okay. Hallo? Okay, aber alles klar bei dir? Kann man den Trainer töten? Nein, bitte nicht antworten. Ich will nicht gespoilert werden. Aber ich geb mein Bestes, dass wir das hinkriegen. Oh, ganz schlimm. Boah, Alter, wie schnell man hier fahren kann, ne?
Alter. Wer bist du? Hau ab. Das ist ganz weird hier mit dem Karaoke. Also, oh, scheiße, warte. Das ist so weird. Verdunkelte Scheiben, ne, ist sowieso sass. Es fuck. Oh mein Gott, wie viele Leute hast du? Oh! Learn English! Native Speaker! Oh, wie geil. Oh! Oh, ist das cool. Ich frag mich, ob da wieder German is Pay by ist. Das ist echt so nice, was sie da mal machen für die Patreon-Leute, ne? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay, dann gehen wir mal rein in die Karaoke-Bar. Wir sind, hier ist Zivilisation, das ist schon mal gut. Irgendwie warm, schön warm ist nicht. Und wir gehen mal hinter die Theke. Entschuldigen Sie? Ah, oh, hi. Einmal bitte zwei Personen für zwei Stunden. Hi. Dewa, 12号室をご利用ください. ご利用ください. Raum 12. Okay, stell dir vor, ich rede mit jemandem und bin dann die ganze Zeit so, warte, tipp mal nicht, die ganze Zeit so weiter am Tippen, ja, ja, alles klar, ja, das geht doch gar nicht! Boah, die ist einfach, die kann einfach einen richtig fetten Trick, krass, die schreibt währenddessen SMS, die schreibt irgendwie so ein Pamphlet, bedient euch gerne an der Getränkebar, okay, das müssen wir auch machen, klar, machen wir. Regulär so, wie wir waren einmal beim Karaoke, da wurde uns das reingebracht, da konnte man das mit so ein, also mit so einem Pad bestellen und ich denke mal, dass man das hiermit auch machen kann. Jupp. Das finde ich sehr cool. Hallo. Hallo. Ich nehme. Hallo. Hier kann. Hier was. Okay, warte. Ich kann hiervon keins mitnehmen. Okay, also ich kann hier was machen, aber vielleicht soll ich ja auch noch gar nicht. Eins, zwei. Sehr, sehr dunkel hier. Die Stimmung hier ist sehr nice, also die Atmosphäre hier ist sehr nice gerade. 33, die 11 und... Oh. Bleiben Sie weg. Was? Ich kann dich nicht hören. Doch, du kannst sie hören. Hallo? Kannst du mich hören? Okay, wir können nicht raus, leider. Ja, wir müssen jetzt in den Raum. Wir können nichts machen, ne? Ich mach kurz. Hausmeisterschrank abgeschlossen. Chillers Abend nimmt einfach ein ernstes Thema und macht aber so Karaoke-Ding und ich kann mich nicht da vorstellen, jetzt nach dem Anruf und kann so machen. Hört sich voll an wie Ayumi Hamasaki, was ist da los? Okay. Okay, also sie hat, muss ich nochmal sagen, sie hat, ach, da ist doch ein Pad, angeblich ihre Freundin jetzt gerade nicht verstanden. Nicht angeblich, sie hat ihre Freundin nicht verstanden, aber wir haben es halt verstanden als Spieler.
Mit dem Sing anfangen, ja. Let's Walk, Lost Demon. Oh, kann ich das irgendwie? Easy Mode. Ah, da ist er doch. Nee, lassen wir mal 40. To the Future. Nee, warte mal, was haben wir hier? Okay, dann To the Future. Was kommt jetzt? RFV? Warum RFV? Oh Gott. Okay, dann drücken. Warte mal. RFV. Ach du Scheiße. So, Bayo, you many need that. Tell Shiki, Aloy, Beto, Moho, Tabi, no, Tsuki, Ma, Walaka, Mo, Ideto, Tanzbit! Was Potje von Schillers Adler. Das ist nicht mehr so schnell. To the Future, Leute! Bravo! Das sind alle, also ich habe schon die Sora, glaube ich, davon eine in ihren Clip da spielen lassen im Hintergrund, ne? Das hat ja super geil angehört. Langsam kriege ich Durst. Ja, wir waren fantastisch. Sollte mal bei der Getränkebar vorbeischauen, okay. Aber du kannst doch...